Tut mir leid. Sie sind ab sofort beurlaubt. Es wird eine Untersuchung geben, zu der auch Sie befragt werden. Jeder von Ihnen. Untersuchung? Gut. Irgendjemand wollte uns nämlich ganz bewusst ficken. Und ich würde gern wissen, wer. Ich auch. Hey Gab, alles klar? Ich dachte, du rufst mal zurück. Siehst du? Und ich dachte, du hältst dich lieber raus. Kommst du klar? Womit? Dass ich meine Töchter kaum noch sehe? Dass Maya sofort anfängt zu heulen und ich rumzuschreien, wenn wir uns mal sehen? Scheiße, das tut mir leid. Du hast es gewusst, oder? Ich hätte gedacht, mein bester Freund erzählt mir das. Gab, deine Frau hat dich betrogen, nicht ich. Na? Ich habe ein bisschen Buschfunk gehört. Die schicken den internen Ermittler vom Innenministerium, Schafland oder so heißt er. Soll ein ziemlicher Knochen sein. Na, klasse. Hast du mir meinen Text mitgebracht? Nichts weglassen, nichts dazu erfinden. Entspann dich. Meine Herren, ich darf Ihnen Frau Cordula Schaffner vorstellen, vom Innenministerium. Sie wird die Anhörung durchführen. Guten Morgen, die Herren. Morgen. Wir beginnen mit Ihnen, Herr Schurlau. Sie haben nichts zu verbergen. Davon gehe ich fest aus. Also sachlich bleiben. Dann wird sich alles klären. Ihr Glaube an das Gute macht sie stark. Ihr Mut macht sie zum Helden. Spezialisten. Ein Team. Die GSG 9. Herr Schurlau. Ein Terroranschlag, in den zwei Behörden verwickelt sind. Das verlangt nach einer lückenlosen Aufklärung. Sehen Sie bestimmt genauso. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das etwas konkreter formulieren könnten. Mich interessiert, welche Rolle Sie gespielt haben. Ich entscheide, ob ein dienstliches Verfahren gegen Sie eingeleitet wird. Alles andere regelt der Staatsanwalt. Sie und die anderen Beamten Ihres Set wurden vom Dienst beurlaubt. Wann war das? Vor 2 Wochen. Präzise Angaben, bitte. Am Abend des 26. August. Uhrzeit? Gegen 20 Uhr. Schildern Sie mir den Ablauf der Ereignisse aus Ihrer Sicht, beginnend mit der Nacht vom 25. auf den 26. August. Wir waren auf Standby. Das Go kam um 2.30 Uhr exakt nach Plan. Hey! Hey!
Kompass ein. 100 von 5-3. Zielperson ausgeflogen. Atlas 100 von 5-4. Alles in Ordnung. Atlas 100 von 5-2. 100 hört. Die Ware ist abgeholt. Keine besonderen Vorkommnisse. Verstanden, 5-2. Rücken Sie ab und gehen Sie auf Position 2. Verstanden, 5-2 Ende. Passiert mal wieder was. Mal ehrlich, was liefen schon die letzten Jahre? Ein paar Neger, paar Kanacken klatschen. Nimmt doch keiner mehr ernst. Das hier reicht für mehr als ein paar Neger. Wird ja auch Zeit. Wozu bin ich Soldat? Ich will ein deutsches 9-11. Ich will Krieg. Und du? Und dein dicker Kamerad? Kriegst Maul nicht auf, hm? Ihr habt's nur hier, aber nichts da. Erzähl doch mal, wo hat Bayer euch aufgegabelt? Die Kameraden hier werden ausbezahlt und verschwinden wieder. Je weniger sie wissen, je weniger du quatscht, umso besser. Rolf Bayer war seit knapp 2 Jahren undercover in der neuen Schutzstaffel, NSS, als verdeckter Ermittler für den Verfassungsschutz. Die NSS ist eine rechtsextreme Gruppe, die sich nicht mit Reden aufhält. Die Aktion sollte seine Glaubwürdigkeit stützen und zur Legendenbildung beitragen. Indem sie dabei helfen, ein Munitionsdepot der Bundeswehr auszuräumen. Bayer hatte Hinweise, dass die NSS einen Anschlag plant. Kein brennendes Asylbewerberheim, sondern Terror. Echten Terror, mit hunderten Opfern. Ist Ihnen je in den Sinn gekommen, dass Sie sich da auf ein brandgefährliches Spiel einlassen? Dass irgendetwas nicht nach Plan laufen könnte? Doch. Damit rechne ich immer, das ist mein Job. Aber vor allem war das Ganze nicht meine Idee. Die strategische Planung lag beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Abteilung 2, Rechtsterrorismus, V-Mann-Führer Offermann. Ich sag's euch, Genforscher haben das rausgefunden. Die arische Rasse ist körperlich fitter und geistig auch. Als was? Labormäuse? Hanhoff? Guten Morgen. Hallo. Das ist Herr Offermann, V-Mann-Führer, beim Verfassungsschutz Petra Helmholtz, Analystin. Freut mich. Morgen, Herr Offermann. So, ihr folgt einfach dem rechten Waldweg hier. Wie läuft's? Nach ca. 15 Minuten kommt ihr an die B12. Von da ab findet ihr euch schon zurecht. Danke. Morgen, die Herren. Entschuldigen Sie den Überfall. Morgen. Das sind unsere beiden Helfer. Lief alles nach Plan. C4, 200 Kilo. Keiner ist uns gefolgt. Alles gut. Sehr gut. Schön, dass ich Sie noch kennenlerne, Herr... Schubert. Schubert. Maas. Wer sind Sie? Das verrate ich Ihnen später. Der klingt fast wie Borsig. Stimmmusterprüfung. Kamerad, der lieber teure Klamotten trägt statt Uniform. Ja, das Auto ist deutsch, immerhin. Warum so geheimnisvoll? Das kann unmöglich Borsig sein. Der taucht bisher nirgendwo persönlich auf. Ich würde Ihnen zu gerne verraten, wie ich heiße. Aber Sie tragen ein Funkgerät. Braucht mir für die Aktion. Ist nicht gerade klug, rumzuschreien von der Kaserne. Aber Sie werden verstehen, dass ich trotzdem auf Nummer sicher gehe. Wir sind ja auch nicht zum Reden hier. Wir haben unseren Job getan und werden jetzt gehen. Die Amis machen Jobs. Das hier ist eine perfekt durchgeführte Operation. Ich möchte Sie rekrutieren. Beide. Was? Ist das nicht ein bisschen früh? Ich meine, ich habe 2 Jahre gebraucht. Sie hat niemand gefragt, Dremel. Wir brauchen gute Männer, gute Köpfe. Oder etwa nicht, Bayer? Ich habe die beiden schon bezahlt. Sie haben ihre Arbeit gemacht. Lassen wir sie gehen. Wir haben die Ware für Sie besorgt. Mehr war nicht verhandelt. Was denken Sie, wofür wir die Ware brauchen? Für unser Sommerfest? Ich meine, es muss Sie doch interessieren, was wir damit vorhaben. Falls Sie wirklich auf unserer Seite sind. Wissen Sie was? Wir verschwinden hier. Es gibt sogar Kaffee. Ihre Funkgeräte, Kopfhörer bitte.
und Ihre Mobiltelefone. Atlas 100 von 5-2? Ja, 900. Ich weiß Bescheid, wir haben es gerade gehört. Keine Handypeilung mehr. Zugriff oder auf Standby? Zugreifen? Dremel war bei dem Überfall dabei. Gut, es gibt ein paar Härchen. Und Borsig? Dem können wir gar nichts nachweisen. 2 Jahre Arbeit umsonst. Die GSG 9 hilft bei der Inszenierung des Überfalls. Das war die Abmachung. Kein Schritt weiter. Wissen Sie, wie lange es dauert, einen Agenten aufzubauen? Wenn Sie jetzt eingreifen, wäre er verbrannt. Und wir kämen nie wieder an die NSS ran. Das mag ja sein. Aber wir kooperieren nicht mit Neonazis. Nicht mal zum Schein. Was passiert denn, wenn Sie jetzt eingreifen? Sie nehmen 5 Männer fest. 3 davon arbeiten für den deutschen Staat. Herr Anhauf, wollen Sie unbedingt in die Zeitung? 100 an 5-2. Wie weit sind Sie vom Hof entfernt? Können Sie observieren? Bestätige, kein Problem, etwa 1 Kilometer. Gut, tun Sie das sicherheitshalber. Ich gehe aber davon aus, dass Gap die Lage selber klärt. Und beendet. 5-2 verstanden, Ende. Abflug. Lächeln. Will auch keiner denken, dass wir Stress hätten. Wenn wir jetzt Nein sagen, kriegt Bayer ein Problem. Hier kennt er uns schon seit 2 Jahren, angeblich. Wir drehen so ein Ding mit dem und jetzt ziehen wir plötzlich einen Schwanz ein? Hätten wir damit rechnen können? Vielleicht steckt Bayer selbst dahinter. Ich traue ihm. Frank, mach dir keinen Kopf. Wir kriegen die alle dran. Borsig, den Neandertaler und wer da sonst noch mit drin hängt. 200 Kilogramm Knetgummi. Also los jetzt. Das ist deine Anordnung. Herrliches Fleckchen Heimat, nicht wahr? Aber ich brauche Ihre Expertise. Wie viel Kilo pro Bombe, welche Zünder? Damit kennen Sie sich doch aus, oder nicht? Gut, das kommt heute alles noch zum Einsatz. Der letzte Baustein in einem grandiosen Werk. Moment mal, Chef. Wir sind keine hirnlosen Glatzen. Also, wohin fahren wir und was ist geplant? Ihre Einstellung schubert in allen Ehren, aber ein bisschen Geduld. Ich verspreche Ihnen, wenn wir da sind, beziehe ich Sie zu 100% mit ein. Ich dachte eigentlich, wir schlagen erst bei Beginn des Ramadan zu. Ist das jetzt auch schon ein deutscher Feiertag? Nee, Bayer. Wir sorgen dafür, dass der 26.8. den Deutschen im Gedächtnis bleibt. Und der ganzen Welt. Danke, Dremel. Was war denn der ursprüngliche Plan? Es war alles darauf angelegt, dass wir die Gruppe erst im letzten Moment stoppen. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt interveniert hätte, wäre alles umsonst gewesen. Ich hatte keine Wahl. Sie sind doch Z-Führer. Sie haben immer eine Wahl. Herr Wernitz, warum haben Sie mitgemacht? Der Z-Führer hat darauf bestanden. Haben Sie protestiert? Nicht wirklich. Zweifel angemeldet. Aber es gab eine dienstliche Anordnung. Sichtkontakt. Landgut, 3 Gebäude. Auf 200 Metern keine Zielperson zu sehen. Okay. Atlas 100 von 5-2. 100 hört. Haben jetzt Sichtkontakt zum Hof. Keine Zielperson zu sehen. Aber die beiden Fahrzeuge. Roter Kastenwagen mit bekannten Kennzeichen und dunkelroter Audi 100. Kennzeichen Papa, Trennung, Mike, Foxtrot 14. Bleiben auf Position. Verstanden, 5-2, Ende. Verstehe. Laut Stimmmusterprüfung besteht gar kein Zweifel. Das ist Eugen Borsig. Borsig gibt Zeitungen und Bücher heraus. Viel harmloses Zeug. Aber eben auch rechtsextreme Propaganda. Er finanziert die NSS, davon gehen wir aus. Allerdings hält er sich bedeckt. Und er hat viele gute Anwälte. Wie lange war Ihr Mann undercover in der Gruppe? Knapp 2 Jahre. Und da hat er nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Eugen Borsig bei so einer wichtigen Operation auftauchen könnte? Ich sagte doch gerade, Borsig ist der Mann im Hintergrund. Bayer konnte das nicht ahnen. Herr Anhoff, Rolf Bayer ist sicherheitsüberprüft. Das waren andere vor ihm auch.
Sie trauen Ihren Männern, ich meinen. Ich vertraue darauf, dass Schurlau den Einsatz beendet. Wenn nicht, gehe ich davon aus, dass er und Wernitz gegen ihren Willen festgehalten werden. Das sehe ich anders. Ihre Sichtweise ist hier nicht maßgeblich. Wenn ich innerhalb der nächsten 30 Minuten keine Meldung erhalte, werde ich den Hof stürmen lassen. Wann ist es reingekommen? Gerade eben. Die Attrappen liegen noch im Bundeswehrdepot. Dafür fehlen 200 Kilo C4. Echtes C4. Hinterm Haus ist noch eine Einfahrt. Das war kein Versehen, das war eindeutig Sabotage. Ihr Rolf Bayer hat den Terroristen zugearbeitet. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich verbitte mir diese Unterstellungen. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Atlas 152. 100 hört, bereiten Sie sich auf einen Notzugriff vor. Die Operation wurde sabotiert. Wir haben der Gruppe echtes C4 geliefert. Und wir müssen davon ausgehen, dass Wernitz und Schurlau gegen ihren Willen festgehalten werden. Sprengstoff sicherstellen, das hat oberste Priorität. Scheiße. 5-2 verstanden, aber wir vermuten, dass niemand mehr hier ist. Es bewegt sich überhaupt nichts. Es wäre möglich, dass Sie den Hof bereits verlassen haben, bevor wir hier waren, mit einem anderen Fahrzeug. Es gibt hinter dem Haus noch eine Zufahrt. Falls doch noch jemand da sein sollte, er darf Sie nicht sehen. Vorsicht könnte gewarnt werden. Gehen Sie entsprechend vor. 5-2 verstanden, Ende. Also, Kasper, du gehst durchs Fenster. Demi, du kommst von der Rückseite. Es geht auch schneller, Frau Gräfin. Runter. Bist du völlig durchgeknallt? Was soll denn das? Wenn da einer ist, dann wird er schon gucken kommen. Und dann? Ein Schuss, ein Jäger. Hier sieht uns keiner. Kein Grund zur Panik. Verdammt doch mal, Demi. Ich habe das Kommando. Ist das klar? Schreib's in den Bericht. Jungs, ich glaube, hier ist wirklich keiner mehr. Also dann, los. Wir brauchen eine Analyse der potenziellen Angriffsziele und geben Sie eine Terrorwarnung an BMI und Kanzleramt raus. Hallo? Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Sie stellen den Kontakt zu Bayer her, egal wie. Sie, Herr Offermann, tragen die Verantwortung für all das hier. Nein, wir beide tragen die Verantwortung. Wussten oder ahnten Sie zu diesem Zeitpunkt schon, dass Sie echten Sprengstoff dabei hatten? Nein. Sie haben das Depot nicht überprüft vor dem Einsatz? Wie gesagt, die Planung lag beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber es lief nichts nach Plan. Warum sind Sie nicht ausgestiegen? Weil es Ihre Chance war, den Helden zu spielen? Worum ging es Ihnen? Selbstbestätigung? Wo haben Sie denn gedient, Maas? Eggesin, Fallschirmjäger. Deine Ausbildung zum Einzelkämpfer, aber die mochten meine Gesinnung nicht. Unehrenhaft entlassen. Raum sauber. Kofferraum sauber. Kein Sprengstoff. Keine Spuren, nichts eingeritzt, keine Nachricht. Laderaum leer, Sprengstoff negativ. Ihr muss vor kurzem mal da losgefahren sein. Keine weiteren Spuren. Gap würde nie gehen, ohne uns eine Nachricht zu hinterlassen. Atlas 100 von 5-2. Keine Zielpersonen gefunden, weder in den Häusern noch in den Autos. Keinen Sprengstoff. Wir rücken ab. Mir lässt sich immer kurz Blumen gießen. Aber beeil dich! Ja, ja. Oh, Scheiße. Papa, Trennung, Kilo, Lima. Die Zahlenkombination haben wir nicht. Die soll nichts unternehmen. Wir vermuten größere Mengen Sprengstoff in dem Wagen, also bitte, kein Eingreifen von Ihrer Seite. Wir übernehmen das. Verstanden? 7 mögliche Primärziele, 15 sekundäre. Deutsche Arabische Gesellschaft, 2 Moscheen, beide in der Innenstadt. Islamisches Kulturzentrum. Seit 30, 70 und 80 sind unterwegs zu den Wohnungen der NSS-Leute. Also die, die wir kennen. Und die bekannten Treffpunkte werden ebenfalls observiert. Vergessen Sie es. Das hier ist perfekt organisiert. Die treffen sich nicht im Hobbykeller von Eugen Borsig. Das sind Schubert und Maas. Bayer hat sie aufgeschlossen. Erstklassige Männer sind ab heute dabei. Ralf, Bernd, und das ist unser Ali. Heißt eigentlich Peter, sieht aber so schön türkisch aus. Ali kümmert sich um die Aufklärung. Unser Eins wäre sofort zu erkennen in der Moschee. Der Idiot hat die Bullen am Hals. Nein, das stimmt so nicht. Bin angehalten, Personalien überprüft. Zu schnell gefahren.
dachte, du wüsstest, worum es hier geht. Um was Großes, was Entscheidendes. Nicht bloß um dich. Wollt wahrscheinlich einen Dicken machen für irgendeine Türkenschlampe. Ey, Leute. Sag ich jetzt mal dafür, dass du kein Gas mehr geben kannst. Ey! Sie hat dich vorhin gar nicht gefragt. Auch Einzelkämpfer? Oder wo kommen die Muskeln her? Dann bringen Sie unserem Ali doch mal Disziplin bei. Aber so, dass er sich's merkt. Ich denke, der Kamerad wird sich das auch so merken. Bevor hier irgendwelche Missverständnisse aufkommen, ich gebe die Befehle, Sie befolgen sie. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Was? Soll ich auch noch nachtreten? Sie haben sich nicht gefragt, was Borsig da für ein Spiel treibt, Ernest so auf die Probe zu stellen? Fast schon kindisch, wenn es nicht so brutal wäre. Habe ich nicht, nein. Neonazis haben kindische Rituale und sind brutal. Ich dachte, der weiß Bescheid. Und jetzt spielt er mit uns. In dem Moment schien es mir klar. Bayer ist der Verräter. Er hat das alles eingetütet. Wozu auch immer. Ihr Set-Führer war da weniger misstrauisch. Da fragen Sie ihn bitte selbst. Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt noch Vertrauen in Ihren Set-Führer oder schien es Ihnen eher, als wolle er sich was beweisen? Was denn beweisen? Sie wussten, dass Herr Scholau unter Druck stand in den letzten Wochen? Wusste ich das? Stehen Sie gerade unter Druck? Seine Frau hatte eine Affäre mit Ihrem Bruder. Herr Scholau zahlt ein Haus ab, in dem er nicht mehr wohnt. Was bei Herrn Scholau privat läuft, geht nur Ihnen was an. Sie sorgen jeden Tag für die Sicherheit dieses Landes. Man kann sich auf Sie verlassen. Aber Ihre Ehe steht vor dem Aus. Und auch Ihre Freundschaft zu Demir Aslan ist sicherlich dadurch belastet. Was geht an Selbstwertgefühl? Wie bitte? Sie hatten das Kommando. Sie haben Entscheidungen getroffen und Menschenleben in Gefahr gebracht. Und was hat das mit meiner Ehe zu tun? Sie waren belastet. Also jetzt wird's langsam absurd. Keineswegs. Ich will wissen, haben Sie verantwortlich gehandelt oder haben Sie vielleicht aufgrund Ihrer psychischen Lage die Katastrophe mitverschuldet? Sie brauchen einen, den Sie ans Kreuz nageln können. Sag mal, Kamerad, schon rausgekriegt, wann die Überraschung hochgehen soll? Und wo? Moschee, Keller unterm Gebetsraum. Fliegen direkt in die Hölle auf ihren scheiß Teppich. Fliegende Teppich immer anders. Zweite draußen, Autobombe. Für die Ratten, die aus den Löchern kriechen. Die, die noch leben. Ist was? Also jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Noch jemand einen? Nö. Der Wagen wurde gestern Abend in Potsdam gestohlen. Ein blauer VW-Bus, Kennzeichen PKL139. Die Fahndung konzentriert sich auf den nördlichen Stadtbereich. Wir vermuten, dass sich die Täter dort mit Wernitz und Scholau aufhalten, in einer konspirativen Wohnung. Außerdem haben wir ein verdächtiges Handy, eingetragen auf den Namen Peter Haller. Kaum in der Szene und schon eine einschlägige Akte. Nötigung, Körperverletzung, fast alles mit rassistischem Hintergrund. Kontakte zur NSS? Keine konkreten Hinweise laut Verfassungsschutz. Aber die Kollegen vom örtlichen Abschnitt, die ihn schon eine Weile beobachten, die sagen ja. Mit wem hat er telefoniert? Er hat eine SMS geschrieben, unauffällig, vielleicht seine Freundin. Interessant ist aber die Funkwabe, ein leerstehender Bürokomplex. Wo? In Neukölln. Neukölln? Neukölln, Neukölln. Da wohnt meine Schwester. Da ist auch die Moschee. Die ist gläubig. Die geht da andauernd beten. Okay, aufrödeln. Wir haben ein mögliches Zielobjekt. Der
Einzelkämpfer Hilfe beim Kaffee kochen? Ich habe bloß die Milch gesucht. Militärischem C4 wird ein Geruchsstoff beigemengt. Zur Sicherheit soll er nicht in die falschen Hände geraten. Das Zeug da drüben ist echt. Ich habe die Chargennummern genau geprüft, das verstehe ich nicht. Eben, sie müssen vertauscht worden sein. Aber du hast ja vorher alles kontrolliert, angeblich. Hab ich auch, das kannst du mir glauben. Vorsicht, ist kurz irgendwo hin. Die anderen basteln. Okay, jetzt mal ganz, ganz ruhig. Wenn wir die Schweine mit echtem Sprengstoff auf dem Weg zur Moschee erwischen, ist das umso besser. Da kommen sie garantiert nicht mehr raus. Juristisch gesehen. Vergiss es! C4, Bayer! Das Zeug verlässt nicht dieses Gebäude. Wir machen Schluss, sofort! Nein, das waren 2 Jahre Arbeit und wir sind so kurz davor. So kurz vor was? Du ziehst doch hier eine ganz üble Nummer ab, du Arsch! Was denn für eine Nummer? Vorsicht, kommt zufällig auf die Idee, uns mitzunehmen? Und zufällig vertauscht irgendjemand diese scheiß Chargennummern? Entweder gehörst du zu diesem Kack-Nazi-Pack oder dir geht's um die Karriere und willst das Ding hier durchziehen, egal was es kostet. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Es gibt 3 Sorten von Tätern, Frank. Es gibt die Schläger, es gibt die, die es gut finden, sich aber zu fein sind, selbst zuzuschlagen. Und dann gibt es die, die es nicht gut finden, aber auch nichts dagegen tun, weil sie nämlich Angst davor haben. Wie mein Vater. Mit 16 hat er als Lehrling bei einem Bäcker angefangen. Im Winter 44. Auf dem Nachhauseweg musste er immer über ein Feld, vorbei an einem Lagerzaun. Vernichtungslager Landsberg. Er ist da jeden Tag vorbei. Und immer standen da welche, die ihn um Brot angefleht haben. Jeden einzelnen Tag. Er hat ihnen nie was gegeben. Nicht ein einziges Mal. Kein Krümel. Mir hat er das kurz vor seinem Tod erzählt, weil es ihn einfach nicht mehr losgelassen hat. Dass er zu feige war, diesen Menschen auch nur was zu essen zu geben. Mir wird sowas nicht passieren. Gut, 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 gut. Wir verhindern, dass die Bomben dieses Gebäude verlassen, weil es um Menschenleben geht und nicht darum, was juristisch mehr bringt. Wir beenden das hier und jetzt. Wir sind zu dritt. Sollte kein Thema sein. Sikorski, hast du auch mal Feuer für mich? Und hier, ich denke, das sind die strategisch besten Punkte. Wo bleiben Sie denn? Wir sind hier nicht im Urlaub. Hier wird jede Hand gebraucht. Auch eine Idee? Gasversorgung wäre noch eine gute Position. Gerät, Vaterlandsverräter. Korrekt. Sehr gut, Peter. Ganz ruhig. War nicht nett, was du mit meinem Kumpel da draußen gemacht hast. Ich denke, du hast noch eine Rechnung offen. Sie wussten zu dem Zeitpunkt, dass eine Moschee das Anschlagsziel sein würde. Und sie haben nicht einmal versucht, irgendjemanden zu warnen. Was kommt denn jetzt noch? Dass ich den Anschlag gar nicht verhindern wollte, weil ein Moslem meine Frau gefickt hat? Herr Scholau, Sie vergreifen sich im Ton. Clever. Wirklich. Sie machen das sehr gut. Ich habe so gehandelt, weil ich das Anschlagsziel kannte und weiß, wie gefährlich C4 ist. Kollegen der Schupo, dieser Peter Haller, dem das Handy gehört, den haben Sie gestern angehalten, war ein bisschen zu schnell unterwegs. Na bitte. Blutspuren.
Peter Haller befand sich in der Hermannstraße, als er von der Polizei gestoppt wurde. Keine 300 Meter entfernt. Er wohnt nicht in Neukölln, er arbeitet da nicht und er hat da bestimmt auch keine Freunde. Es muss diese Moschee sein. Das macht nur Wumm. Ich habe versprochen, Sie einzubeziehen. Sie sehen, ich halte Wort. Warum wir? Hunderte Ausländer sterben. Männer der GSG 9 besorgen den Sprengstoff, installieren die Bombe. Verfassungsschutz, Polizei, alle tief drin im braunen Sumpf. Ist doch absurd. Kein Mensch wird das glauben. Nach den Skandalen der letzten Zeit? Es wird noch mehr Anschläge geben. Bis das System kollabiert. Zusammenbricht wie der alte Kasten hier. Wer hat Ihnen geholfen? Bayer? Sollten Sie versuchen, die Bombe zu entschärfen, explodiert sie. Ich danke Ihnen, dass Sie sich opfern. Für die deutsche Sache. Zweifeln Sie nicht an meiner Entschlossenheit! Gefahr, bitte verlassen Sie die Moschee. Wo ist der Zugang zum Heizungskeller? Ja, hier links, Treppe runter, Gang entlang. Ja, Zeit. Raum ist sauber. Zwei Minuten noch. Los, 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 los. Wo sind die Zielpersonen? Die sind schon raus. Waffe. Ja. Wie sieht's aus? Sieht nicht gut aus. Das ist ein Klöppelzünder. Es gibt noch eine zweite Bombe. Wo? Transporter T4, dunkelblau. Dunkelblau. Kommst du klar? Ich komm klar. Okay. Wir gehen raus. Viel Glück. Nee. Scheiße, ist kompliziert. Konzentrier dich. Okay. Wir müssen die Steuerungsleitung unterbrechen. Das müsste das Schwarze sein. Okay. 107. Okay. Scheiße. Das funktioniert nicht. Was jetzt? 55 Sekunden. Denk nach. Vorsicht, halt! Legen Sie den Koffer ab, nehmen Sie die Hände über den Kopf und drehen Sie sich langsam um. Halt, hab ich gesagt! Legen Sie den Koffer ab, nehmen Sie die Hände über den Kopf, drehen Sie sich ganz langsam um. Langsam. So, und jetzt? Hä? Na, was denn? Ist auch so ein Türkengesocks. Der GSG 9 ist auch nicht mehr heilig. Kurzschluss. Blau und orange. 30 Sekunden. Abisolieren. Blau-orange. Mach schnell Klöppelzünder, pass auf. Und orange. Das ist unser Kern. Okay. Ich bring dich um, wenn das nicht funktioniert. 10 Sekunden. Thank you.
Nehmen Sie die Waffe runter, lassen Sie die Frau frei. Was ist das alles? Fällt dir nichts mehr ein, oder was? Ihr habt alle nur das große Maul. Nehmen Sie die Waffe runter. Verpiss dich, du Scheißkanacke! Der Scheißkanacke hält sich an deutsches Recht. Im Gegensatz zu Ihnen, Borsig. Lassen Sie die Frau los. Die Waffen runter, oder sie stirbt! Sie stirbt! Hier stehen drei gute Schützen. Alle berechtigt zum finalen Rettungsschuss. Das macht ihr ja sowieso nicht. Und alle viel zu viel Schiss! Wir werden nicht zögern! Alles okay mit Ihnen? Kommen Sie hoch. Sauber? Sauber. Exitus. Auf zum Auto. Feuer! Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe nichts gesehen. Wo ist Borsig? Audienz beim Führer. Die erste Bombe ist entschärft. Kaspar, kriegst du das hin? Ich werde es versuchen, aber es ist völlig an der Bauart. Noch 48. Die Bombe muss hier weg. Lass ihn machen. Er packt das schon. Er hat die andere auch geknackt. Los, komm raus aus dem Markt. So riskant, sie muss hier weg. Was machst du denn? Hey! Meier! Raus da, los, raus! Meier, der Fluch! Fahr zu, wir müssen den Weg freiräumen. Alle sofort in Bereitschaft. Rettungsdienste, Katastrophenschutz etc. Nein, keine Straßensperren, dafür ist keine Zeit. Treptower Park von der Puschkinallee. Nein, keine offene Fläche. Geschlossen, freistehend. Informieren Sie das Klinikum Neukölln. Alle Kliniken in der Nähe, Unfallklinikum Marzahn. Oberländer, Richtung Tempelhof. 51454, Status. Pass auf, so ähnliche Bauart, aber Steuer- und Zündmechanismen sind völlig anders verdrahtet. Das ist viel raffinierter. Ich kann hier nicht richtig messen. Helmholtz, schneller. Nächste rechts, Mariendorfer Weg, geht über die Gottlieb Dunkel. Zweite rechts in Bergholz. Ja, ich seh's. Einfahrt zum Parkhaus ist straßenseitig. 5 Tiefgeschosse. 5-4, verstanden? 5-4, verstanden. Sekunden. Fünf, eins, fünf, vier. Ja, bitte Status. Die Leitung sauber, zweite Kreislauf ist verschossen. Ich probiere es weiter. Funkspruch nicht verstanden. Wiederhole. Funkspruch nicht verstanden. Wiederhole. 42. Bitte Status. 5-4. Status, bitte. Status 5-4. 20 Sekunden zurück, Gap. 20 Sekunden, 5-4. Status. Sehen, wir sind so nah dran, Gap. Das Gap, hörst du mich? 5! Gap, verdammt! Kaspar! Gap zurück!
5-1. Erbitte Status. 5-1. Erbitte Status. Ist jemand verletzt? Da! Kaspar, hörst du mich? Sag was, sprich mit mir. Das war zu komplex. Das war einfach zu komplex. Kurzschluss ging nicht. Es hätte die Zündung nur beschleunigt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Langsam atmen. Atlas 10552 mit Krankenwagen in die Bergholzstraße. Schnell! War nur noch 30 Sekunden. Wir sind gesprungen. Ins Treppenhaus. Ich war die ganze Zeit hinter mir. Ich habe versucht, irgendwie Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ist ja gut. Da habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ist alles gut, Kaspar. Du hast alles richtig gemacht. Ganz ruhig. Ist gut. Und wie geht's ihm? Drei Verletzte, zwei Tote. Aber den Anschlag haben wir verhindert. Gut, Herr Scholau, ich denke... Wir haben mein Verhalten bei dieser Operation in Frage gestellt. Das habe ich auch. Und wissen Sie, was mich am meisten stört? Dass es völlig egal war, wie ich wann was entschieden habe, weil Borsig mir immer einen Schritt voraus war. Wie konnte das passieren? Ich habe keine Fragen mehr. Danke für Ihre Kooperation. Aha. Ihre Handlungen waren angemessen. Das bestätigen auch Ihre Kollegen. Ich schlage vor, Ihre Beurlaubung aufzuheben. Entschuldigen Sie, wenn ich zuweilen etwas penetrant war. Aber Sie führen eine der besten und wichtigsten Polizeieinheiten des Landes. Da muss ich schon genauer nachhaken. Das war alles. Was erwarten Sie noch? Eine Auszeichnung? Ich frage Sie noch mal. Wie konnte das passieren? Rolf Bayer hatte nur gute Referenzen. Und die Geschichte über seinen Vater ist wahr. Seine Mutter hat sie bestätigt. Rolf Bayer ist tot und wir bedauern das. Aber das tut hier nichts zur Sache. Das tut hier nichts zur Sache. Er hat sich geopfert. Und sein Mörder läuft immer noch frei draußen rum. Das ist die Sache des Staatsanwalts. Ein Verräter in unseren eigenen Reihen. Einer, der die GSG 9 benutzt und den Verfassungsschutz. Wie gesagt, das zu klären, ist nicht meine Aufgabe. Es ist sogar Ihre Pflicht. Es ist Ihre und unser aller Pflicht, dafür zu sorgen, dass Rolf Bayer nicht umsonst gestorben ist. Wer kannte jedes Detail des Plans? Wer hatte als Einziger die Möglichkeit, Borsig im laufenden Einsatz zu warnen? Ich weiß das. Und Sie wissen es auch. Meine Frau hat sich gefreut. Dass ich die ganze Zeit zu Hause rumhänge, das hatte sie nicht gebucht. Muss hart sein, wenn ihr zwei da aufeinander hockt wie die Legehennen, ne? Auf 2000 Quadratmeter? Warst bestimmt oft draußen auf dem Golfplatz, Luftschnappen, ne? Na klar. Und du? Ich war nur im Bett. Mann, 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 so eine amtliche Dusche ist doch was Geiles. In dieser scheiß Pension hat man nur die Wahl zwischen Eier kochen und Eier abschrecken. Warum ziehst du da nicht aus und ziehst bei mir ein, Gab? Jetzt im Ernst. Nee, lass mal lieber, danke. Sag mal, ist irgendwas? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Lieber Kasper, wir haben hier was für dich. Leider ist da was schiefgegangen. Ich lasse das gerade mal durchs Raster laufen. Vielleicht kriege ich es ja noch entschlüsselt. Ihr miesen Säcke. Herzlichen Glückwunsch und noch viele gesunde und erfolgreiche Jahre mit uns. Danke. Ihren Job da draußen, den machen Sie wirklich gut. Aber Ihr Gegenüber letzte Woche, das war ein anderes Kaliber als sonst. Deutsche Behörde. Sie haben die Ehre unserer Einheit verteidigt. Ich danke Ihnen. Auspusten. Zu Befehl.